Ihr Lieben, es freut mich so, dass wir uns wieder hier gemeinsam einfinden für eine Sendung. Wie immer ist die Idee, ich weiß noch, Barbara, du hattest mich gefragt, was haben wir für ein Thema? Und ich habe gesagt, es wird zu uns kommen. Und dann habe ich eine Sprachnachricht von dir gehört, wie du irgendwie etwas formuliert hast und gleichzeitig während Formulieren schon gesagt hast, das hört sich auch blöd an. Also das Wort trifft es eigentlich auch nicht. Und dann habe ich so die ganze Zeit gedacht, das sind lauter Hoppalas, also Stolpersteine irgendwie, wo man gestoppt wird und denkt, will ich das eigentlich sagen oder ist es das, was ich... Gut, und jetzt haben wir die Sendung Hoppala genannt. Das heißt also, wir wollen uns heute dem widmen, was uns im Leben so passiert, wo wir vielleicht normalerweise gar nicht drauf achten. Und ich bin sicher, dass wir das wieder wunderbar zu dritt wupfen. Ich begrüße euch, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Ja, es freut mich wie immer, euch zu sehen. Ja, mich natürlich auch, dass ich euch sehe und dass wir einen spannenden Abend vor uns haben. Das glaube ich bestimmt auch, ja. Mit Genau. vielen Hoppalas. Genau. Soll ich noch näher, was wir damit meinen, mit Hoppala? Ja, würde ich schon meinen, dass du das Genau. Also vielleicht machst. normalerweise gehen wir ja. Zumindest in den 3% gehen wir irgendwie so wie automatisiert durch das Leben. Und das Leben ist halt eine Abfolge von entweder völlig natürlichen oder völlig absurden Dingen. Aber auf jeden Fall, wir haben normalerweise nicht so diese Achtsamkeit. Und wenn im Leben etwas passiert, was wie so ein Stolperstein ist, was etwas, an dem wir uns im wahrsten Sinne des Wortes stoßen, was uns stoppt, was uns irgendwie innehalten lässt, ja, das nenne ich Hoppala. Im Sinne von, dass wir da angeregt sind, unsere Aufmerksamkeit hineinzubegeben. Das kann natürlich eine Begebenheit im Außen sein, das kann etwas sein, was uns widerfährt. Natürlich kann es auch ein Schicksalsschlag sein, aber das ist meistens schon mehr als ein Hoppala. Das ist schon Ein irgendwie. großes Hoppala. Genau, in der koreanischen Serie ist das dann immer, wenn sie vom Bus getroffen werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Knall. Okay, genau. Also, das ist dann schon mehr als ein Hoppala. Und ich denke, es ist tatsächlich etwas Positives, weil was es macht, ist, dass wir irgendwie mal innehalten und uns fragen, was will uns das sagen? Also sprich die Achtsamkeit, damit das wieder da ist. Und ausschlaggebend war, wie gesagt, dieses nach Wörtern suchen und merken, dass die Wörter vielleicht nicht mehr passend sind oder uns fragen, ja, was steckt denn da noch dahinter? Also Wörter können definitiv, die Sprache kann ein enormes Hoppala darstellen. Und ihr merkt es ja schon bei meinen Blicken, dass ich, wenn ich rede, immer die ganze Zeit, ist das der richtige Ausdruck? Das könnte, na, so geht es dann die ganze Zeit dahin. Gut, und es wäre natürlich jetzt schön, wenn wir aus unserem eigenen Leben oder dass wir jetzt irgendwie Möglichkeiten finden, um das zu veranschaulichen. Habt ihr da jetzt was zu bieten? Kann ich euch mal ein bisschen unter Druck setzen, ob ihr irgendetwas hier... Katja, du weißt, wir sind uns das gewohnt, wir lassen uns nicht mehr unter Druck setzen. Schade. Aber ich habe etwas an etwas gedacht, als ich eben den Titel für heute gelesen habe, ist mir etwas in den Sinn gekommen. Ich habe gerade kürzlich einen Malkurs mitgemacht bei einer sehr talentierten Malerin. Ach Und nein. ja, wirklich. Nein, die ist sogar noch sehr nett. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass das noch so eine nette Malerin ist. Auf jeden Fall, nein, ich habe das mit der Katja, bei der Katja gemacht natürlich. Und es ist, für mich war es extrem spannend. Wir haben 3 Tage intensiv an diesem Bild oder an den Bildern gemalt. Eines ist übrigens meines, ist da gerade hinten zu sehen. Und ja. Und das war so ein extrem spannender Prozess, weil bei uns in der Schweiz ist es ja so, dass wir sagen, hoppla, sagen wir auch so anerkennend. Hoppla, wow. So in dem, ja, das sagen wir. Hoppla, George. Also so etwas Anerkennendes. Also eben, das hat ja verschiedene Bedeutungen. Und was ich so spannend fand an diesem Kurs, dass so die Charakterzüge kommen beim Malen extrem zum Ausdruck. Und da habe ich also mein Motiv gewählt. Auch dieses Motiv suchen finde ich unglaublich spannend, weil das hat jetzt, da denkt man, ja, ich wähle halt irgendein ein Sujet aus und dann male ich das und so. Und,
Alle haben gesagt, ja, aber ich kann nicht zeichnen, ich kann nicht malen. Und man hat sich also hier in etwas reingewagt. Und ich fand es extrem spannend, wir waren zu viert. Und ich fand es extrem spannend zu sehen, wie so Eigenschaften, die jeder hat, so Charakterzüge, dass das beim Malen in diesem Prozess extrem gut rauskommt. Bei mir war es so, ich habe gesagt, okay, ich mache da diese Brücke, gell? Venedig, Rialto-Brücke. Also erster, in den ersten 10 Minuten ich da die Brücke gemalt. Und da ist mir aufgefallen, hey, wenn ich etwas im Kopf habe, dann setze ich das sofort um. Und dann dieses Hoppla, da habe ich während dem Malen habe ich gemerkt, hey, ich habe jetzt irgendetwas gemacht. Am Schluss kam es dann natürlich gut. Aber es war so etwas, wo ich gedacht habe, man hätte da auch ein bisschen achtsamer rangehen können an die Sache. Und deshalb habe ich wirklich jetzt die letzten Tage oft daran gedacht, wie es ist, wenn man einfach eben achtsamer mit sich auch umgeht und wenn man mal überprüft auch, hey, ist das etwas, ist das eine Eigenschaft, die mir etwas nützt? Natürlich gibt es Aspekte daraus, das ist einfach meine Art. Aber ich finde es extrem spannend, dass wir in dieser Zeit jetzt uns wirklich fragen dürfen, hey, kann ich gewisse Dinge weglassen? Und für mich geht es in dieser Zeit jetzt viel mehr darum, Dinge wegzulassen, die mir nicht gut tun, statt irgendwie ebenso extrem übermotiviert noch irgendetwas optimieren. Und das fand ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt rüberbringen kann, aber ich finde dieses Hoppla, wenn man so selbst über sich erstaunt ist oder überrascht, finde ich ganz spannend. Und das begegnet mir wirklich oft und hat mit Achtsamkeit zu tun und mit der Frage, will ich das eigentlich kultivieren oder lieber nicht? Aber Ja, hattest sehr. du Ja, sehr gut. Im Grunde genommen hast du schon die Brücke geschlagen. Rialto-Brücke? Also ich komme jetzt mal mit was von Goethe, der sagte, durch Stolpern kommt man bisweilen weiter. Man darf nur nicht fallen oder dann noch liegen bleiben. Also das ist auch ja ein Stolpern, ein Hoppala. Wo einem was auffällt. Und so wie du das, Katharin, vorher gerade gesagt hast, ist es wirklich mir ganz klar aufgefallen, wenn ich heute etwas sagen möchte, möchte ich im Grunde genommen mit weniger Worten und dafür präziser oder genauer ausdrücken. Und dann kommt das Hoppala zum Ausdruck. Also das Hoppala ist meistens etwas, speziell jetzt auf das zurückzukommen, was ich, glaube ich, aufgesprochen habe und dann habe ich mich selber korrigiert, weil es ja heute auch mehr darauf ankommt, da nicht einfach drüber wegzugehen, sondern schon dem anderen die Möglichkeit zu geben oder mir selber vor allen Dingen auch so klar wie möglich zu sein. Und weniger ist manchmal mehr. Also das in der Präzision oder das, was man sagen möchte, vom Herzen getragen, aber eben präzise, das ist im Grunde genommen auch ein Hoppala, was mir jetzt ganz nahe gelegen ist. Es ist sehr spannend, weil ihr macht schon deutlich, es geht hier um einen Prozess. Weil wenn du redest, Barbara, du wünschst, also die Klarheit ist dir wichtig, ist mir übrigens auch wichtig. Klarheit, ganz wichtig. Nur Klarheit ist das, was am Ende des Prozesses steht, quasi sozusagen die Gnade oder das Geschenk oder das, was wir uns dann sozusagen erarbeitet haben oder wie auch immer. Und du hingegen, Diana, beschreibst ja, also beides hat ja etwas mit einem Kind zu tun. Ne? Hoppala ist so ein Ausdruck, das ist ja auch bei den kleinen Kindern, die gerade erst mal gehen können, ne? Wenn die hinfliegen, dann sagen wir auch Hoppala. Ne? Das hat so was sehr Kindliches. Finde ich übrigens süß, Diana, dass das in der Schweiz dann irgendwie so was ist wie Chapeau, offensichtlich, so wie Hut ab, irgendwie. Hoppla, sagen die. Hoppla, nicht hoppla, hoppla, gell?
Ja, sage ich okay, mal. ich kenne es nicht. Aber was du beschreibst, Jana, ist ja so ein Prozess. Und das ist jetzt egal, ob wir vom Malen reden oder vom Reden reden. Denn ich meine, Barbara, wenn man sich vorstellt, ein Kind, was gerade erst lernt zu reden, das ist auch noch nicht so in seiner Sprachfindung. Ne? Da muss auch erst suchen und stolpern und wie auch immer. Aber ich finde das spannend, Diana, weil da kommt ja sowas raus, dieses kindliche Dahinstolpern. Ist eben noch nicht, es ist noch nicht die Meisterschaft. Es ist von der Tarotkarte, ja, ich überlege gerade, der Narr eigentlich, oder? Der dahin, der, ja, der Ausprobiert. stolpert. Der ausprobiert, Ja, oder? genau, der Narr. Spielerisch. Genau, weil du hast ja deine Rialto-Brücke hingepfeffert und dann warst du so stolz, dass du sie definiert hast, dass du sie immer mehr definiert hast. Du hattest nichts im Bild, nur deine Rialto-Brücke, aber die hast du fünfmal, sechsmal, siebenmal, also noch mehr. Und jetzt habe ich dann gesagt, du, wenn es noch mehr machst, dann ist es war einfach lustig. Und es ist aber lustig, weil wir kommen ja, das ist ja wie das Leben. Ich meine, die Leinwand ist wie das Leben. Ne? Also wir setzen einen Akzent und merken das zu viel, dann gleichen wir ihn wieder aus mit einem anderen. Und so nähern wir uns irgendwie, bis endlich Klarheit entsteht. Am Ende sagen wir, na, das hätte ich vielleicht einfacher auch haben können, aber das ist Quatsch, das hätten wir nicht, weil auch die Umwege, gerade der Narr, der stolpert ja nun wirklich so völlig ziellos irgendwie herum, ne? Wie ein Betrunkener. Und so kindlich oder betrunken, und so ist ja dieses durch das Leben gehen. Die meisten, denke ich, gehen die ersten Jahrzehnte durch das Leben und denken sich, also gerade in der Pubertät und jungen Jahren, was habe ich da gemacht, ne? Aber es gehört dazu. Und ich denke aber, wir haben jetzt die Chance, dass wir quasi unser Bewusstsein so weit, ich möchte jetzt nicht sagen schulen, weil das Wort schulen gefällt mir gar nicht. Siehst du, damals wieder das Hoppala, dass wir unser Bewusstsein so weit schärfen, ist das besser? Sensibilisieren, auf den Punkt bringen oder ausprobieren. Wie gefällt euch das? Experimentell ausprobieren, das gefällt mir sehr gut. Weil wir probieren doch aus. Ich sage ein Wort, dann schaue ich, wie klingt das und fühlt sich das gut an oder klingt das gut oder ist das völlig daneben? Also sprich, experimentell und ausprobieren ist schon ganz wichtig. Und dann kommen wir am Ende zu einer Klarheit über diese ganzen Irrwege, ne? Und da auch mit uns gütig umzugehen, denn das ist ja irgendwie der Weg von einem kleinen Kind. So, Diana, jetzt ist der Ball wieder bei dir. Hahaha. Also das finde ich natürlich genau die für mich der wichtigste Ansatz. Ich meine, wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Was ist wirklich Güte? Güte ist die für sich und seine Mitmenschen die Liebe, die Anerkennung, die man eben sich und seinen Mitmenschen entgegenbringt. Und für mich ist ja, das habe ich schon häufiger gesagt, Güte ist eine Eigenschaft oder es ist ein deutsches Wort, was ich extrem, extrem schön finde. Also extrem wichtig und extrem schön. Weil es genau eben darauf ankommt, dass man sich selber gegenüber eine liebevolle Haltung hat. Und das ist genau das, was eben auch in diesem Optimierungswahn, wo man wirklich achtsam sein darf mit sich und vor allem nicht immer das, oder häufig haben Leute den Anspruch, ich muss alles richtig machen, ich muss alles beim ersten Mal, muss das funktionieren und so. Und deshalb fand ich eben auch den Malkurs fand ich so spannend, weil da kommt ja etwas sehr Kindliches zum Ausdruck. Ich meine, wir spielen viel zu wenig. Und wenn ich mir so vorstelle, manchmal, wie wenig es braucht, um in dieses Spielerische zu kommen, wo man einen Mordspaß hat und wirklich, wo es richtig Freude macht. Und ich bin der Meinung, dass wir generell viel mehr uns gegenüber diese Leichtigkeit wieder leben dürfen und kombiniert mit Güte und mit ja, sich selbst wertschätzen, weil das ist für mich die Basis. Wenn ich das mache bei mir, dann strahlt es natürlich aus, man strahlt es aus und das wirkt anziehend und wirkt ansteckend für das Umfeld, weil ich meine, jedes Kind, wenn es so in diesem Spiel drin ist, oder wir haben es ja beim Malkurs auch gemerkt, da ist so viel Leichtigkeit drin und für mich ist diese Güte, die man sich selbst gegenüber wirklich leben darf, ist dafür die Voraussetzung.
Und nicht so, wie man das halt kennt bei uns in unseren Graden, nehmen wir den ganzen deutschsprachigen Raum, was diese Selbst Geißelung, oh, ich muss und ich sollte, ich darf nicht. Ich finde, das ist etwas sehr Herausforderndes, das loszulassen und wirklich in diese milde, liebevolle Haltung sich selbst gegenüber zu kommen. Ja, das ist vielleicht auch mit ein Weg. Ein anderer Weg, was Hoppala sein kann, ist ja auch ein Hallo wach. Also wenn ich so vor mich hin lebe oder zum Beispiel auch jeder Stolperstein, ja, kann letztendlich dazu führen, dass ich mehr oder weniger mal kurz stoppe. Und in dem Moment, wo ich schon stoppe, kommt letztendlich etwas auf mich zu oder es zeigt sich, was mein Leben unter Umständen verändert, weil es dann eingreift. Also ein Hoppala kann ja auch sein, ich werde gestoppt oder ich stoppe mich selber oder wie auch immer. Jetzt nicht nur auf irgendeine Sprache bezogen oder Worte bezogen, sondern auch auf Erlebnisse und vor allen Dingen Ereignisse, Überraschungen, die täglich kommen können und wo ich letztendlich dann über dieses Hoppala erfahren kann, ja, ist es etwas, was in mein Leben eingreift? Ist es etwas, was ich zur Seite legen kann? Oder ist es wirklich etwas, wo ich wach werde und wo ich ja, in dieser Wachheit letztendlich nachher Korrekturen auch vornehmen kann? Denn jetzt geht es ja eigentlich in dieser Zeit auch darum, über das Hoppula oder Hallo wach, sich auch ein bisschen anders wahrzunehmen als das, was bisher war. Also vielleicht gerade, wie du sagst, das natürlich leicht zu nehmen. Auf der anderen Seite kommen gerade bei manchen Menschen im Moment sehr viele Dinge nochmal daher aus irgendwelchen Bereichen von der Vergangenheit. Und durch dieses Hoppala schaut man dann nochmal genauer hin und ja. Wird sich dann ein Resümee ziehen oder wird sich dann entweder damit beschäftigen oder sagen, nein, das brauche ich nicht mehr und das will ich nicht mehr. Und eigentlich ist das schon etwas, was ich mir nicht mehr in meinem Leben wünsche. So etwas kann ja auch ein Hoppala sein. Wir haben hier ein sehr breites Spektrum und im Grunde genommen reden wir über Kommunikation. Die Kommunikation mit dem Leben. Wie kommuniziert das Leben mit mir und wie kommuniziere ich mit dem Leben? Und Barbara, wir haben hier eine Steigerung, ne? Das eine ist, wir sind einfach im Fluss. Dann fließt es, dann gibt es keinen Stolperstein, kein Hoppala, dann ist einfach, es fließt. Wir kennen alle solche Zeiten, wo einfach alles fließt. Wunderbar, aber lässt sich nicht ewig aufrechterhalten. Dann eben, ja, sowas wie eben so ein Hoppala, das kann ja auch ein ganz kleines Innehalten einfach nur sein, ne? Irgendetwas, was uns innehalten lässt. Und dann, wie du das sagst, uns etwas bewusst machen. Das kann sogar im Sprechen sein oder im Gehen. Also das muss jetzt kein großer Stopp sein, ne? Einfach nur irgendetwas, was ja ein Innehalten, ich denke, das trifft es. Oder halt ein bisschen heftigeres Hoppala oder halt der Stolperstein ist wahrscheinlich schon eine Steigerung. Der Stolperstein ist schon etwas, wo wir etwa da stolpern mit dem Fall von Goethe, ne? Oder uns den Fuß anhauen. Also das heißt, das ist schon das, wo wir quasi mehr konfrontiert werden vom Leben, aber noch nicht heftig. Ich denke wirklich heftig, und das hast du jetzt wahrscheinlich auch gemeint, Barbara, ist ja das, was wir landläufig, da sind wir ja ganz hier im Norden, ne? Da sind wir meistens so moralinsauer und stehen sie uns unglaublich auf alle erzieherischen Maßnahmen. Und das heißt, hier sind wir ganz fixiert auf dieses, wie du da gesagt hast, Diana, auf mea culpa, ne? Und natürlich, ne, das Leben erzieht uns, ne? Und du wirst schon sehen, wer nicht fühlen will, wie wäre es das, wer nicht, ach Gott. Wer hören will, muss fühlen, genau. Genau, wenn ich hören will, muss fühlen, genau. Und dann sind wir natürlich schon bei heftigen Wachrüttler bis hin zu Schicksalsschlägen, ne? Also ein Schicksalsschlag ist ja etwas, das knockt dich aus, ne? Das macht dich K.O., das haut dich um, das knallt dir irgendwie hier vor die Nase und du wirst ja umgehauen im wahrsten Sinne des Wortes. Also das heißt, hier haben wir eine Mordssteigerung. Ich finde das mit dem Hoppala schön. Es hat was Charmantes, ganz ehrlich, und es hat etwas, wo wir auch noch schmunzeln können. Und es ein bisschen mit Humor betrachten. Und wo es auch vielleicht an uns ist, ob wir wählen, also wie wir damit umgehen können.
Es hat was Spielerisches und auch was Experimentelles. Denn im Grunde genommen, wenn du dich auf das Abenteuerleben nicht einlässt und immer nur in der Sicherheit irgendwie sitzen bleibst und sagst, du lässt dich auf gar nichts ein, na, da hättest du gleich geht natürlich nicht im Mutterleib drin bleiben, aber da kannst du dich gleich in den Sarg legen, ne, weil dann erlebst du nichts mehr. Also, es ist eigentlich normal, wenn wir danach, ist, finde ich, ein gutes Beispiel, wenn wir hinausgehen ins Leben, je mehr wir natürlich, so wie ich, den Rüssel raushalten, umso mehr kriegen wir einen übergebraten. Das ist dann schon ein heftiges Hoppala. Ja, aber ich meine, das finde ich schon schön, ne? Weil es ist ja das kleine Kind, das geht durch die Welt. Das ist dieses Hänschen klein, ging allein in die weite Welt hinein. Das ist der Held, der auszieht und dabei erwachsen wird, im Leben, quasi im Gehen. Saint-Germain, dem Gehenden erschließt sich der Weg unter den Füßen. Und auf der anderen Seite haben wir ja, und das ist ja das, worüber ihr gesprochen habt, diese gütige, ich nenne sie jetzt mal die Sophia, die gütige Erwachsene, ich nenne sie jetzt mal eine weibliche, ja, die irgendwie, das ist ja auch so typisch bei den Omas oder bei den etwas älteren Müttern schon, dass sie irgendwie in ihrem Lehnstuhl drinnen sind oder die alten Neger-Mamas oder wie auch immer, ne? Die haben ja meistens noch ein Baby, was sie dann auch noch stillen. Also sprich, die sind eher in ihrem Lehnstuhl und beobachten und sind da und das Kleine geht in die Welt hinaus, auch wenn es nur bis zum Gartenzaun ist beim Hänschen klein. Das wissen wir ja nicht, ne? Aber das ist, denke ich, schön, wenn wir das so ein bisschen spielerisch und das, ich weiß nicht, ob das Leben einen immer irgendwie umhauen muss, ne? Ob das so sein muss. Ja gut, das hat natürlich jetzt schon einige umgehauen, aber das, was du beschrieben hast, Katja, finde ich eine zutiefst geheilt weibliche Eigenschaft, wenn man das Leben annehmen kann, wie es ist. Und ich finde, das ist so wichtig, weil es einfach zeigt, ich traue mir die Kraft zu, die es dafür braucht, um das zu bewältigen. Und von dem her, diese Annahme von dem, was ist, ist für mich wirklich eines der wichtigsten Eigenschaften, die es braucht, um diese geheilte Weiblichkeit zu leben. Weil wir können das nehmen, was wir bekommen. Und wir wurden in den letzten Jahren sicher sehr gut trainiert, was das angeht. Ja, das Hoppala hat doch auch mit Kreativität zu tun. Und das dürfen wir auch nicht vergessen. Also annehmen, ja, also sicher annehmen. Aber wenn es dann so ist, dass du auch gleichzeitig eine Korrektur bei dir, also ich meine das jetzt sehr positiv betrachtet, ja, vornimmst, denn oftmals ist es ja so, oder du fällst über eine Stufe hinweg, weil du sie übersehen hast. So ist es ja auch im normalen Leben, einfach mal, dass man was übersehen kann. Und dann kann man es aber auch gleichzeitig wahrnehmen oder kreativ umschiffen oder kreative Lösungen aufbauen. Also kommt ganz darauf an, wo man gerade sich im Leben eben befindet. Deswegen diese weibliche Eigenschaft oder das mit der Brücke malen, das ist ja auch immer ein Brückenbau, den man da macht. Und dann letztendlich daraus etwas Schönes gestalten, das führt natürlich zu einem positiven Erlebnis. Und so sollte es ja auch eigentlich sein. Also ein Kind betrachtet jedes Hoppala wahrscheinlich mal ganz kurz nur als innehalten und dann geht es einfach weiter und nimmt diesen Punkt hin und geht seines Weges und freut sich wieder an der Blume oder an irgendetwas anderem. Und so ist das Leben letztendlich auch. Also wenn man es auf diese kindliche Art und Weise betrachtet und wirklich bei dem Hoppala bleibt in einer leichten Art und Weise, dann ist es etwas, was mich darauf aufmerksam macht. So, ja, so ist es. Und dann geht man aber seiner Wege weiter. Und die Kreativität gehört einfach dazu. So wie mit der Pusteblume. Also, das ist so. Also, man kann es ja so oder so betrachten. Und das ist jetzt, glaube ich, in den jetzigen Tagen und Wochen für viele Menschen sehr wichtig. Es einfach leichter zu nehmen, spielerischer, ja, mit Überraschungen lockerer umzugehen, um letztendlich dann in der Kreativität, die sich daraus ergibt, Lösungen zu erschaffen, die jeder
ja auch selber jeden Tag neu umsetzen kann und muss. Und gerade jetzt stellt sich ja die Frage für viele. Und bevor es in eine Schwere geht, kann man es auch wirklich durch die Annahme, so wie du das gesagt hast, Diana, kreativ gestalten und es einfach auch verbinden, vielleicht sogar mit etwas dem Wahren, dem Schönen, dem ja, Kreativen und etwas ganz Neues entstehen lassen. Und Genau. das ist dann wirklich ein weiterer Schritt daraus. Also aus jedem Hoppala kann man was Schönes machen, was Neues machen, was Gestalterisches machen. Und da spielt das mit dem Malen so eine schöne Rolle, weil wahrscheinlich weißt du ja nicht am Anfang, wie die Brücke aussieht, sondern du lässt dich praktisch da hinein, begibst dich da hinein und dann gestaltest du und kreierst du und letztendlich ist dann auch etwas Spielerisches dabei, Kreatives, Schönes und dann freut man sich. Jetzt haben wir natürlich die Synchronizität pur, Barbara, weil genau das war eben, was ich eben jetzt auch sagen wollte und du hast es vorweggenommen, das ist wunderbar, weil das zeigt das wirklich, nämlich genau das, dass die Frage, wie wir auf das schauen, ob wir es als eine Störung, einen Fehler sehen, oder aber als eine Chance, ein Geschenk. Und ich meine, wir sind jetzt einfach beim Malkurs, aber da wird es natürlich sehr deutlich gezeigt, weil Diana, du hast es ja mitbekommen, dass wenn dann irgendwo ein Fleck passiert oder so, dann ist das immer eine Aufforderung, aus diesem Fleck was zu machen. Und so erlebe ich das im ganzen Leben. Ne? Was auch immer mir passiert, ich kann es als störend empfinden, weil mein Plan war ein anderer, ne? Mit meinem Verstand, mit meinem Mentalkörper habe ich einen gewissen Plan und eine Vorstellung und das will ich umsetzen. Dann kommt das Leben daher und macht so ein Hoppala und bringt mich komplett raus. Und dann ist die Frage, ja, wie du sagst, Barbara, werden wir kreativ? Improvisieren wir? Machen wir was draus? Das geht natürlich bei einem Dirigenten und einem Orchester, was Mozart spielt, wahrscheinlich schwer, weil das irgendwie halt jeder die Partitur kennt. Aber wenn wir beim Jazz sind oder so, dann kannst du dann schon eine ganz andere Abwägung machen. Und ich mache sowieso am liebsten, ob die Sendung hier oder malen oder wie auch immer, wo ich bestimmen kann. Also ich jetzt, ja, wo man selber mit kreative Lösungen. Ne? Und dann kann ja gerade aus so einem vermeintlichen Störung, aus so einem fe vermeintlichen Fehler, wenn du das von der anderen Seite betrachtest und sagst, oh, was fällt mir denn dazu? Und vielleicht ist das ja eine Chance, was mir dazu fällt. Und da fällt mir übrigens, ich weiß nicht, das wäre jetzt vielleicht ein anderes Thema, ich weiß nicht, ob das jetzt schon zu früh ist, aber was mir jetzt gerade erst eingefallen ist, ist natürlich, dass wir beim Herzrhythmus eine Synkope haben. Ich habe mal da war ich noch ganz jung, da habe ich als Journalistin gearbeitet und da habe ich der hat Brunnen gemacht, also so natürliche, Brunnenbauer. ja, natürliche Brunnenbauer. Wasserläufe. So einen natürlichen Wasserlauf nachempfunden. Und der hat das immer anhand des Herzrhythmus, hat er diesen Verlauf gemacht. Ja, so dieses du-du-dum, dum-du-du-dum. Ich kann es jetzt nicht gut nachmachen, aber es ist auf jeden Fall, im Herzrhythmus haben wir ja einen Stopp. Wir haben eine Synkope, also irgendwie das ist ja kein durchgehender Rhythmus. Ne? Das haben wir auch in der Musik übrigens. Wenn es wirklich spannend wird, hast du immer Das haben eine wir Synkope. aber auch beim Wasser. Das noch mehr. Schauberger Ach so, lässt grüßen. Entschuldigung, ich meinte das Wasser, Barbara. Habe ich das vergessen zu sagen? Es ging um das Ja, Wasser. das ist Ich war da in der einem Brunnen. Dorf. Ich war in einem Dorf, wo er das Wasser fließen hat lassen. Und das Wasser hat er eben so fließen lassen, dass es wie dieser natürliche Verlauf, wo es in diesem, wie die Herzkammer ist, ja. Und wenn wir das Leben mal so sehen, dass sozusagen dieser Ausfallschritt beim Tango oder keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so versiert, aber da brauchst du ja auch, wie in der Musik auch, brauchst du auch, wenn das immer nur gleichmäßig dahin geht, ja, dann hast du keinen Rhythmus. Und im Rhythmus ist eben auch diese Verzögerung oder so weiter oder dieser Ausfallschritt eben, ist ja aber wir sind das nicht gewohnt, oder? Wir wollen irgendwie immer tut, 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 tut. Straight, genau. Aber betreffend Wasser, da ist mir jetzt gerade was eingefallen. Man hat doch früher gesagt, damit Wasser die optimale Qualität hat, also Quellwasserqualität, muss es über 7 Steine laufen. Und das ist es doch auch. Es ist eben das Leben, ist nicht gerade, geht nicht alles straight. Ich hatte mal einen Mathematiklehrer und der hat immer von den geraden Biografien gesprochen.
Und ich habe gedacht, das klingt irgendwie ziemlich langweilig. Diese Biografien eben, die so richtig ja, bilderbuchmäßig sind. Dabei ist es doch genau eine Kompetenz, die wir uns aneignen, wenn wir jetzt eben dieses Hoppla erleben, wo wir einfach gedacht haben, ah, hier geht es geradeaus, ah, doch nicht, okay, ich muss ganz situativ auf das reagieren. Und ich meine, das hat dann wieder mit der Kreativität zu tun und vor allem ganz fest mit der eigenen Haltung, weil wenn du so konditioniert bist, dass du, okay, ich habe jetzt diesen Plan, ich mache mit 18 mache ich das, mit 20 habe ich das erledigt, dann mit 25 das und mit 27 habe ich geheiratet und mit 30 habe ich drei Kinder oder so. Das ist ja etwas, was ganz viele Leute eine Vorstellung haben von etwas und das kommt dann extrem stressig rüber, wenn man merkt, oh, jetzt bin ich irgendwie auf dem ersten Zwischenstopp quasi oder der erste Meilenstein und ich bin quasi noch nicht da, wo ich eigentlich sein möchte. Und ich finde das etwas ganz Wichtiges, dass wir auch da eben dem Leben vertrauen und diese Flexibilität haben, auf das zu reagieren, was uns wirklich eben auch Freude macht, was uns Spaß macht, weil alles andere, da bin ich ja davon überzeugt, das wird nicht mehr funktionieren. Wenn du irgendwie den Versuch machst, in ein Raster zu passen, und häufig ist das ja nicht dein Raster, sondern das hast du übernommen, das sieht man jetzt überall, dass das nicht funktioniert. Und dass viele Leute dazu gezwungen werden, wirklich situativ auf etwas zu reagieren, was sie einfach nicht kennen. Und dabei wäre das etwas, mit dieser Kompetenz sind wir auf die Welt gekommen. Davon bin ich überzeugt. Ja, also ein Lebenslauf, der keine Brüche hat, da würde ich mal sagen, das ist kein Leben. Weil wenn die Brüche nicht da sind, dann ist es langweilig, zutiefst langweilig. Und Sagst. letztendlich ist es etwas, was uns ja auch ja, trägt, ja, also diese ganzen Überraschungen, die da kommen, ja, wenn du auch mal wirklich stolperst, und du kannst ja auch mal fallen, wieder aufstehst. Auch das hat ganz viel mit Kreativität zu tun. Also das hat ganz, ganz viel mit dem zu tun, dass du es im Vertrauen tust zu dir selbst und letztendlich eben auch in dem Bereich, dass du weißt, es geht weiter. Dieses Vertrauen zu dir selbst, dieses Vertrauen auch zu einer höheren Führung, bringt dich letztendlich zu dem nächsten Schritt. Einen weiteren Schritt der Erkenntnis, einen weiteren Schritt von Erfahrung, einen weiteren Schritt, dass man ganz klar sagen kann, ein Leben ohne Brüche und ein Lebenslauf, der keine Brüche hat, also dass man auch mal versagt und dass man etwas tut, was überhaupt nicht reinpasst, so für die normale, in Anführungszeichen, Gesellschaft, den Mainstream, das ist dann Leben. Und das ist ja auch wunderbar, das macht Spaß. Im Moment ist man vielleicht wirklich erstmal gestoppt, aber letztendlich fordert es einem rauszugehen, etwas aufzubrechen, neu sich in die Kreativität zu begeben und was Neues anzunehmen, zu sagen, ja, dann machen wir das. Und es wird ja jetzt gerade alles viel schneller und viel. Es passiert in viel kürzeren Abständen. Also passt es nicht mehr zu planen für 5 Jahre und 10 Jahre. Wir können gar nicht mehr planen. Wir können letztendlich uns auf das Leben einlassen. Und das Einlassen auf das Leben ist ja das Wunderbarste, was einem passieren kann. Man bleibt wach, fröhlich, lustig und auch manchmal nachdenklich, auch dann wieder weise. Und man bleibt einfach im Leben, am Leben. Und das wünsche ich auch jedem Menschen, dass das erfahren werden kann. Ja, sehr schön. Also Diana, du hast ja gesagt, ne, dass das, wenn man das alles so nach Plan abwickelt,
Das ist ja irgendwie, als würde man irgendwie einen Plan soll absolvieren, ne? Als würde man das Leben absolvieren, wie so eine Pflicht, gell? Ja, Und ich nicht meine, für. dass man, ja, so eine Pflichtübung, gell? Und dass man dann alles als, also diese Umwege oder Irrwege, ne? Das ist ja, das sind ja auch Hopperlas, ne? Im Grunde genommen sind das Hopperlas, wie du sagst, mit den Steinen, die das Wasser auch, ne? Das geht ja auch, das Wasser meandert ja, wenn man wieder bei Schauberger und die Turner sagt es ja auch immer. Also dieses Herummeandern, also diese Irrwege oder Umwege, wie sagt man Umwege, fordern das an den Orientierungssinn oder irgend sowas, sagt man ja gern. Aber ich denke mal, ich habe vorhin von der Kommunikation gesprochen, dass das Leben mit uns kommuniziert und dass wir in Dialog mit dem Leben treten. Also sprich, wir absolvieren das jetzt nicht einfach, indem wir das abwickeln, sondern wir gehen in eine Verbindung hinein, wo wir agieren, interagieren. Und dann, da fällt mir das Tanzen ein, also der Tanz. Und zwar, ich hab oft erzählt, wie ich war öfter beim Wolfgang Denzinger zu einer astrologischen Beratung, ein wunderbarer Astrologe. Und die wichtigste Beratung habe ich gemacht bei ihm, da war ich, glaube ich, 29 oder so. Und er hat sehr viel mit den sabischen Symbolen gearbeitet. Und bei mir war ein sabisches Symbol vom absteigenden Mondknoten, also von der Vergangenheit. Ein Jockey gibt seinem Pferd die Sporen. Und das war, wie ich bis jetzt mein Leben gelebt habe, ne? Also, oder früher, was ich kannte. Dieses, ne, ein Pferd würde nie normalerweise so springen und ich weiß nicht, was es da alles machen muss, ne, als in so einem Turnier. Also musst du ihm die Sporen geben. Und im Gegensatz dazu waren die sabischen Symbole für das, was mein Leben, wie ich es angehen sollte, was ich natürlich damals mit 29 nur bedingt verstanden habe, aber es ist mir nachhaltig in Erinnerung. Das war ein fünfjähriges Kind bei der ersten Tanzstunde und also da haben wir den Tanz, ne? Und ein Maler, ein expressionistischer Maler bei der Arbeit. Also beides ist experimentell, ne? Statt dieses Lineare. Und das erinnert mich an eine Szene aus dem Film Ein gutes Jahr. Haben wir den gemeinsam geschaut, Diana? Ich bin mir nicht sicher. Ein gutes Jahr spielt in Doch, doch. Südfrankreich. Ja, wunderschön, gell? Und Ja, da ist ja dieser alte Onkel, Mondkostüm. der irgendwie dem Jungen, der so Ah, ehrgeizig ist. ja. Russell Crowe, oder? Genau. Der Ja, Junge will immer gewinnen. Und er ja. ärgert sich immer, wenn er verliert, beim Tennis oder so. Ja, Und dann genau. sagt sein Onkel zu ihm, es sind die Niederlagen, an denen ein Mann reift, nicht die Siege. Ne? An den Siegen reifen wir nicht. Ne? Die Siege sind nett, wir fühlen uns gebauchpinselt. Aber es ist nicht das, es ist, ja, aber da wären wir wieder beim Fitness fürs Leben. Ne? Und weil du von Brüchen gesprochen hast, Diana, na, da können wir natürlich noch eins weitergeben, dann wären wir nämlich bei den Sollbruchstellen. Das wäre noch eine Steigerung, würde ich mal sagen, von diesen Stolpersteinen, ne? Eine Sollbruchstelle. Wenn es wirklich einen Bruch gibt und dann bleibt da etwas, ja, eine Sollbruchstelle, also sprich ein Sprung, wo man Ja. immer irgendwie ein bisschen achtsam sein muss, wenn man da drüber geht. So wie ein Ja. Geschirr. Kennt ihr dieses alte Geschirr, was man klebt und da muss man immer aufpassen beim Abwaschen, damit man es nicht auseinanderbricht? Ja. Wir haben Genau. viele. Wir haben viele dieser Sollbruchstellen in uns. Ja, diese Sollbruchstellen zeigen uns aber auch immer, wo ist unsere Kraft, wo ist der Ort, wo wir die Möglichkeit hatten, ganz viel Stärke zu entwickeln. Und das ist für mich eine wichtige Betrachtungsweise, weil eben, wie da mein Mathelehrer gesagt hat, ja, die geraden Biografien, und ich habe immer gedacht, hey, meine Güte, da hast du irgendeinen Plan, du arbeitest da bis 65 und dann, wir wissen alles, wir wissen, wie das dann ausgeht, also wirklich todlangweilig. Und was mir wichtig ist, auch in meiner Arbeit, den Menschen zu zeigen, auch wenn etwas, ja, schmerzhaft war, hatten wir da die Möglichkeit, ganz viel Stärke zu entwickeln. Und oft sind wir uns darüber gar nicht bewusst, wie sehr wir da eine Kraft haben, weil wir das immer verdrängen und sagen, ja, das war eine dunkle Zeit oder wie auch immer. Und ich würde behaupten, dass in dieser Zeit eben eine Kraft sich bemerkbar gemacht hat in uns, die wir wirklich wertschätzen sollten.
Ja, in unserer Gesellschaft macht man da die meisten Fehler in Anführungszeichen. Bei uns ist das verdreht. Also in unserer Gesellschaft wird es zumindest so gesehen, dass wenn du Fehler machst oder wenn du einmal fällst, sagen wir mal so, etwas tust, was nicht in der Range ist von allen anderen, dann bist du gleich ausgegrenzt oder oft ausgegrenzt. Und das ist ja schon in der Schule so. Also der, der die besten Noten hat, ist letztendlich noch lange nicht der, der das Leben letztendlich nachher auch bewältigen kann. Und in Asien ist es etwas anders. Also zum Beispiel in Japan, das fand ich immer so schön, auch weil es so praktiziert wird, dass es im Grunde genommen, wie soll ich sagen, wenn du einen Fehler machst in einem Unternehmen, irgendetwas falsch machst, dann gibt es alle 2 Monate oder alle 4 Wochen einen Preis. Der, der sozusagen jetzt den übelsten Fehler gemacht hat, der wird belohnt. Und warum? Weil es natürlich dazu führt, dass für das Unternehmen oder für die Gruppe oder für die Gemeinschaft das etwas sehr Wertvolles ist. Man kann eben daraus dann wieder lernen. Also sprich, lernen ist vielleicht zu viel gesagt, aber man kann eine Weiterentwicklung machen, eine Innovation oder man kann selber einen neuen Weg einschlagen, sodass es wieder der ganzen Gemeinschaft dient. Und so ist es im Grunde genommen auch mit dem Hoppala. Letztendlich wirst du, passiert etwas oder du wirst angehalten oder ja, du stolperst regelrecht in deinem Leben an irgendeiner Stelle und letztendlich bringt es dich auf einen neuen Weg oder fordert dich heraus, kreativ zu sein, etwas zu entwickeln, ja, eine andere Sichtweise einzunehmen oder dich selber zu fragen, ah ja, ist es noch so wie vielleicht vor 3 Jahren? Kann ich jetzt den Weg so weitergehen oder eben nicht? Und das sind so Ereignisse, die sind bei uns so tief eingepflanzt. Wir müssen so perfekt sein, wie du sagst, ohne, also mit Lack einfach. Der Lack darf keinen Kratzer haben. Der Lack darf nicht irgendwo beschädigt sein. Dann bist du beschädigt. Und bei uns ist genau dieser Punkt vollkommen falsch und verkehrt. Also das aufzulösen, geht mit viel Liebe, aber eben auch einfach mal loszulassen. Und da ist ein Malkurs wahrscheinlich eine wunderbare Gelegenheit, weil es dir die Kreativität zurückgibt, ja. Die Brücke muss ja gar nicht perfekt sein, aber wenn sie aus dir herauskommt und du die Brücke schön findest und die Brücke malst in den schönsten Farben oder Formen oder was auch immer, dann ist das eben für dich diese Entwicklung für die perfekte Brücke, die dir jetzt einfach spielerisch zugefallen ist. So würde ich das verstanden wissen wollen. Also, dass dieses Perfekte raus muss aus uns. Genau, aber das ist die Vorstellung, das ist die fixe Vorstellung. Das eine kommt nur aus der Vorstellung. Genau. Genau, und das andere hat aber mit dem tatsächlichen, das ist ja das, was du beschrieben hast, Diana, das andere hat mit dem tatsächlichen Tun zu tun, mit dem, Ja. was in dem Moment nimmt die Leinwand quasi die Rolle des Lebens ein, weil sie spiegelt uns etwas. Es ist dann es braucht ja immer zwei für eine Kommunikation, ne? Nur einer ist keine Kommunikation. Dementsprechend ist natürlich bei der Sollbruchstelle, wenn etwas einmal auseinandergefallen ist, dann hast du zwei. Und dann kannst du zwar versuchen, die wieder zu verbinden, ne? Das ergibt dann diese Sollbruchstelle. Aber manchmal ist es ja auch, was du beschrieben hast, Barbara, ist ja auch, dass quasi ja so ein bisschen das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Ne? Also wenn du schon den Gesichtsverlust hast, was ja in Japan oder in Asien überhaupt noch viel heftiger ist als bei uns. Und bei uns ist es ja auch schon krass, dass du so funktionieren musst. Ne? Und im Französischen sagt man ja nicht umsonst so Fauxpas, ein Fauxpas. Ein Fauxpas ist, wenn dir etwas passiert, was dich irgendwie, wo du irgendwie ja, dich genierst oder so irgendwie, ne? Wo du irgendwie, was ist denn das Wort? Missgeschick.
Ja, Missgeschick, aber genau, ein Fauxpas ist etwas, was sichtbar ist, weil du von der Gesellschaft gesprochen hast, Barbara. Es ist für alle offensichtlich, ne? Also du hast Genau. jetzt Scheiße gebaut, ne? Du Ja. hast jetzt irgendwas gemacht, wo alle sagen, wie kannst du denn jetzt, ne? Da bist du am, früher war man am Pranger. Heute Aha. auch, Am Fliegenfänger. Also früher war man am Pranger und heute ist man im Internet oder in der Zeitung, da kann ja auch einiges passieren, ne? Wo du immer schauen musst, dass da irgendwie das alles perfekt ist, ja, das ist dann, ja, das ist ohne Leben, ne? Und das andere ist dieses aus dem Trott, aus dem Takt rauskommen, ne? Das ist ja das, Barbara, was du jetzt auch gerade beschrieben hast, dass wir nicht irgendwie, normalerweise gehen wir ja fast wie schlafwandlerisch durchs Leben, ne? Und dann werden wir auf einmal rausgerüttelt und befinden uns vielleicht auf irgendeiner Nebenschiene oder werden überhaupt erstmal rausgezogen und können überhaupt erstmal nicht mehr mitgehen, weil wir gar nicht mehr wissen, also orientierungslos, ne? Nicht wissen, keine Ahnung, keinen Plan haben, ich habe keinen Plan. Und dieses für alle offensichtlich, ne? Wo ich mir immer denke, ja, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's ungeniert, ne? Wenn du diesen Anspruch gar nicht hast, ne? Dass dein Leben jetzt irgendwie perfekt sein muss. Was natürlich immer damit zu tun hat, ob man darüber lachen kann, ne? Ja. Ja. Es gibt etwas, was ich noch sagen wollte. Du hast es, glaube ich, vorhin gesagt, Barbara. Wir haben jetzt den Begriff perfekt genannt und du vorher hast eben auch von dieser Lebendigkeit gesprochen. Dieses Wachrütteln heißt für mich wirklich, also perfekt ist ja an sich tot. Da ist keine Entwicklung, da ist kein Leben, das ist einfach jetzt, so ist es und das ist einfach, da fährt die Eisenbahn drüber oder wie sagst du immer, Katja? Das andere, wo wir ja gesagt haben, diese Kreativität, was bestimmte Situationen erfordern, das hat immer damit auch zu tun, dass wir uns in diesem Moment absolut lebendig fühlen. Also das heißt, da ist die Selbstwirksamkeit extrem hoch. Und für mich ist das deshalb so ein wichtiger Begriff, die Selbstwirksamkeit zu erhöhen. Weil viele Menschen, die vor allem auch in so einem eben so ein Raster leben und nach einem großen Plan leben, das geht natürlich vielen abhanden. Überhaupt das Gefühl haben von Lebendigkeit und dass man mit der eigenen Schöpferkraft wirklich das ausdrückt, was man ja, was einen wirklich ausmacht. Und deshalb, ich habe schon so oft von Leuten gehört, die zu mir gesagt haben, ich habe damals irgendetwas erlebt, sei es eine Kündigung, völlig überraschend oder was auch immer. Und das hat dann diesen Menschen wirklich wachgerüttelt und zuerst mal in einen Schockzustand versetzt. Aber was dann daraus geworden ist, ist so die Rückbesinnung auf das, was man wirklich will. Also das heißt, man hat sich wieder durch einen, ja, Schock oder was auch immer, dass man sich damit wirklich mit sich selbst befassen musste, hat es einen wieder zurückgebracht, zu sich selber. Und das ist etwas, was ich sehr häufig auch, höre, wenn Leute, die in Beziehungen sind und bei mir im Coaching sind, dass die sagen, hey, dass diese Beziehung, das hat sich nicht mehr seit Jahren, Jahrzehnten nicht mehr lebendig angefühlt. Und eben ist natürlich schade, dass das oft erst einem bewusst wird, wenn eben das Kind in den Brunnen gefallen ist. In der jetzigen Zeit, wo alles im Außen so schnell abläuft und die Menschen im Moment noch versuchen, letztendlich die Geschwindigkeit zu halten und dann jetzt auch wirklich wie nach außen fallen durch diese Überforderung, die dann diesem Plan weiter folgen wollen, die erleben im Moment die größten Krisen jetzt. Und die Menschen, die diesen Herzschlag, den du gerade benannt hast, Katharin, so nehmen, dass sie bei diesem
ich will jetzt nicht sagen Aussetzer, sondern bei dieser Pause, kurz bevor es weitergeht, da wirklich in sich und bei sich sind, also dass sie das erkennen und dann aus diesem Schockzustand oder aus dem Stillstand Kraft schöpfen, was sie nach oben zieht. Und das ist im Grunde genommen dann die Kreativität, die du benannt hast auch. Aus dieser Kreativität heraus, einfach aus einer Nulllinie heraus, dann was Neues zu erschaffen und zu schöpfen. Das andere loszulassen, sich nicht anpassen zu wollen, weil das geht jetzt dann auch nicht mehr, weil es in einer Geschwindigkeit passiert. Da kannst du gar nicht mehr reagieren. Wenn du dann reagierst, reagierst du, in dem Moment kommt schon wieder was Nächstes. Also letztendlich zu sich selbst diesen Punkt zu finden, das Vertrauen zu haben, in diesem kurzen Moment oder auch in einem längeren Moment des Stillstands bei sich selbst oder des Rückzugs und dann wieder neu zu kreieren. Ich glaube, das macht eben auch einen solchen Stolperer oder Hoppala-Effekt aus. Das bringt uns wirklich weiter. Das ist ja wie wenn man in dem Moment auch noch mal korrigieren kann, Luft holt, ausatmet, einatmet. Das ist derselbe Prozess. Sehr gut, was du jetzt und da geht am Ende, denke ich, nur auskoppeln. Weil reden wir Ja. über aus den Angeln gehoben werden oder bremsen, ausgebremst. Zwei Bilder möchte ich anbieten. Das eine ist das Walter Russell, was ich immer gezeigt habe. Na, in der Mitte ist der fixe Punkt, ne? Archimedes, der gesagt hat, gebt mir einen fixen Punkt und ich hebe euch die Welt aus den Angeln. Also sprich, der Fixpunkt in uns, der natürlich beweglich ist, wie eine Palme oder wie eine Birke oder so. Er ist beweglich, aber er bleibt in sich ruhend. Er ist sozusagen relativ im Stillstand. Also er ist immer gleich. Und bewegen tut sich nur das Außen. Und da habe ich jetzt zwei Bilder. Das eine ist, stellt euch vor, diese Fitness-Dinger, wo man auf dem Laufband ist. Und dann gibt es ja manche Filme, wo dann irgendjemand das erhöht. Und da musst du immer schneller, schneller, schneller. Genau. Bis du irgendwie entweder runterfliegst oder halt Stopp drücken kannst. Und das ist das eine Bild, ne, was du gesagt hast, Barbara. Wir werden jetzt alle, na, also wenn du dich damit noch identifizierst, wenn du da draußen noch auf dem Laufband bist, dann kriegst du einfach irgendwie eine Herzkasperle oder sonst was. Ne? Weil das kriegst du nicht mehr hin. Und das zweite Bild wäre, innen drinnen haben wir natürlich das, was Walter Russell was du ja auch so benannt hast, ne? Unsere innere Quelle, die ist sozusagen im Stillstand. Da ist nichts, da ist keine Bewegung. Dann kannst du sagen, es ist eine Drehscheibe rund um uns, eine Plattform rund um uns, auf der wir uns irgendwie bewegen. So, und jetzt kommt noch ein Bild dazu, was jetzt passiert, nämlich, dass diese platonische Höhle, die da rundherum ist, ja, wie beim Karussell, die wird jetzt immer, ich denke, wir sind gar nicht so sehr im Karussell. Oder die Frage ist, wir entscheiden uns, entweder wir sind im Karussell oder wir sind eben in dieser ruhigen Mitte. Aber das Leben wird wie wenn du jetzt im Sense-Around-Kino bist und die platonische Höhle wird immer schneller, die Bilder werden immer schneller. Und dann kriegst du natürlich, und die meinen ja, die meisten meinen, ich bin im Film. Das heißt, ich muss wie auf diesem Laufband jetzt immer schneller, immer schneller. Immer schneller, immer schneller. Genau, und wenn du kapierst, wenn du auskoppelst, wenn du dich davon distanzierst und auskoppelst und verstehst, da draußen werden die Bilder nur immer schneller abgespielt und du kannst jetzt sagen, ich schaue nicht mehr hin oder ich drehe mich um oder ich mache diesen berühmten Turnerblick, wo du nur noch so, dann siehst du nur noch so, na, so wie das Herumkreisen. Also völlig egal, wie du es machst, ne? Weil am Ende wirst du durch das Ganze irgendwie zwangsweise in dich selbst hineingeworfen, weil du kannst es nur Ja. bis zu einem gewissen Punkt, kannst du es überhaupt noch mitmachen. Und was mir jetzt auffällt, ist, das, was uns, also machen wir mal zwischengesellschaftlich, ja, aber du hast gesellschaftlich, ich meine, Gesellschaft ist für mich sowieso was, da kriege ich schon einen dicken Hals, weil das ist dieser soziologische Wahnsinn, der gesellschaftliche Druck. Wir sind in einem Individuationsprozess. Das heißt, gehen wir mal davon aus, dass das Leben, also unser Leben, und distanzieren wir uns von diesem kollektiven Leben, machen wir hier eine Auskoppelung von diesem öffentlichen, von diesem Leben, was immer schneller geht, und gehen wir durch unser Leben ganz, ganz
personifiziert, ganz individuell, mein Leben. Wenn ich aus dem Haus gehe und ich trete in die Hundescheiße, ja, mein Gott, was schon lange nicht mehr passiert ist, aber es wäre auch ein Hoppala. Egal, was passiert. Oder dir begegnet dein Hund und schlägt dir die Hand ab. Oder keine Ahnung, was alles passiert. Das ist ja dann, was dir passiert. Nur dir, ganz individuell. Das ist dein Leben, nicht der kollektive Wahnsinn, wo sie uns ja immer andocken wollen. Und dann ist das wie ein Call, wie ein Ruf, den das Leben macht. Und dann tritt das in Interaktion, und das ist ja im Grunde genommen der Inhalt unserer Sendung hier, dass wir dazu einladen mögen, wollen, dass das Leben mehr so zu betrachten und diesen Wahnsinn, der uns da eingespielt wird, wirklich mal auch in Form von Fernseher oder was auch immer, Medien, ne, einfach mal auszublenden und dann uns einzulassen. Und da ist natürlich die Frage, vertraue ich oder traue ich mir und traue ich dem Leben? Traue ich, ne? Und traue ich mich, mich dem Leben hinzugeben? Und traue ich mich, mich auf mich selbst zu verlassen, beziehungsweise zurückgeworfen zu werden auf mich selbst? Im Grunde genommen sind wir da, ne? Darf ich mal was sagen zu dem, was zum einen, was du Hm. gesagt hast, Barbara, und auch du jetzt, Katja. Mir ist jetzt ein paar Mal der Begriff Spiritualität in den Sinn gekommen, weil für mich ist ein spiritueller Mensch jemand, der von innen heraus lebt. Also das heißt, das wird ja eigentlich als Frömmigkeit wird das bezeichnet, aber es ist für mich bedeutet es, dass man dem Leben eben eine Richtung gibt, die aus dem Herzen und aus der Seele kommt. Und von dem her ist eben auch das, was diese Mitte, diese, wie soll ich sagen, dass eben von innen her, dass man da die Ruhe und die Kraft findet und eben nicht das Hamsterrad da oder diese Tretmühle im Außen oder wie man es nennt, dass man da wirklich den Unterschied macht. Weil Menschen, die eben dieser Begriff Spiritualität oder ich bin spirituell, da haben viele Leute eben das Gefühl, das ist so irgendein ein Zustand. Ich nehme so wahr, und so bezeichne ich auch Leute, die jetzt wirklich in ihrer Mitte sind und sehr klar sehen, okay, ich gebe mich dem Irrsinn da draußen, gebe ich mich nicht hin. Und ich bin davon überzeugt, dass da so eine Ruhe einkehrt und egal, was alles noch gemacht wird, womit man uns da im Außen noch irgendwie, ich weiß auch nicht, in eine Unruhe oder in ein Gefühl von Unruhensein hineinzwängen will. Wenn man das hat, kann eigentlich kommen, was will. Es ist gefestigt und es lässt sich, es gibt nichts im Außen, was diese Anbindung oder diese Ruhe in dir selber stört. Also so nehme ich es wahr. Von dem her ist das für mich sehr verbunden mit eben Spiritualität, so wie ich es empfinde. Und eben das Wort Gesellschaft finde ich ganz übel. Ich sage seit Jahren, wir gehen aus der Gesellschaft in die Gemeinschaft. Und für mich bedeutet Gemeinschaft, dass jeder wirklich auch diese Ruhe in sich oder wie auch immer, dieses Gefühl hat, okay, ich lebe aus mir, von mir innen nach außen und nicht eben von außen, lasse ich alles zu, was zu mir reinkommt. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen kryptisch, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Soll ich Ja, eine Zeichnung machen? im Grunde genommen sprichst du, wenn du jetzt von der Spiritualität sprichst, kann man es ja auch vergleichen mit dem Ausatmen und Einatmen. Und es ist ein Ausdehnen gewesen und jetzt ist es eher wieder ein Rückzug, ein in sich konzentrisch, also nach innen gerichtet, das Agieren. Aber ich möchte gerne noch ein bisschen weitergehen und würde sagen, also die Spiritualität wird ja jetzt gerade wieder neu entdeckt. Aber was es genau ist,
dass es in dir ist und dass du dich aus dem Innen heraus entfaltest, also dass jede Kreativität auch daher kommt. Das erklärt ja auch immer Katharin sehr, sehr schön und in den Blicken oder auch mit den Gesprächen mit anderen. Aber ich möchte gerne noch einen weiteren Punkt ansprechen. Letztendlich sind wir in den letzten vielleicht, ich weiß nicht, hunderten, tausend nicht, aber 1000 Jahre bestimmt damit beschäftigt gewesen, die Verantwortung hier abzugeben. Das Außen war ja letztendlich für uns der Dreh- und Angelpunkt. Wir geben alles ab. Wir geben im Grunde genommen ab die Verantwortung für die Gesundheit, für unser Leben, für unsere Renteneinzahlung, für alles. Also wir bleiben mal bei dieser Gesellschaft, weil das ist nämlich das Außen. Was wir jetzt machen oder was du jetzt gemeint hast, das ist die Gemeinschaft. Das ist ja eigentlich das Opposit von der Gesellschaft. Und letztendlich orientiert man sich genau daran. Und die meisten Menschen, die oder die Menschen, nicht die meisten, aber die Menschen, die sich jetzt daran orientieren, die jetzt immer noch diese Tretmühle, dieses Rad mitdrehen wollen, diese Geschwindigkeit halten wollen, die möchten versuchen, das nochmal zu füttern, das aufzunehmen und da auch weiterhin drin zu bleiben. Für sie versuchen es. Letztendlich gelingt es deshalb nicht, weil es sich gerade am Auflösen ist. Und was hat das zur Folge? Dass es genau dazu kommt, was du jetzt beschrieben hast, dass letztendlich jeder selber diese Rückverantwortung, also die Rücknahme der Verantwortung zu sich selbst braucht, um dann aus sich heraus auch selbst agierend die Dinge zu gestalten, das Leben in die Hand zu nehmen. Und was ich da beobachtet habe in den vielen Jahren, wo ich jetzt auch mit indigenen Völkern so gelebt und unterwegs war, die haben das. Also diese Völker haben das. Das ist ein natürlicher Prozess. Das ist ja immer ein Prozess, aber das ist ein natürlicher Prozess, der sich auch an der Natur orientiert. Und wir haben uns aus diesem Punkt herausgenommen und haben uns letztendlich abgeschnitten und sind abgeschnitten aus diesem natürlichen Prozess und kommen jetzt zu diesem natürlichen Prozess wieder zurück und haben letztendlich die Spiritualität, was du gerade gesagt hast, das in sich ruhen, der Sinn einer Gemeinschaft, auch das findet man bei den Völkern, also ich sag lieber Naturvölker als indigene Völker, weil das auch so ein Begriff ist, aber da habe ich dann mein Hoppala, also Naturvölker, weil aus der Natur, aus dem natürlichen Tun heraus die Gemeinschaft eben auch dann eine gesunde ist. Und jeder das einbringen kann, was aus ihm selbst hervorgebracht wird. Und das sind die Unterschiede zur Gesellschaft, weil das ist ja dann Gemeinschaft und das ist dann wieder ein gesunder, natürlicher Prozess. Und dieser Ablösungsprozess findet ja jetzt gerade statt. Und die Hoppalas bringen die Menschen, denke ich, sanft, nicht unbedingt immer ganz krass, aber auch sanft dazu, sich dem jetzt zu öffnen, dieser Sichtweise. Aber da möchte ich zwischen Ideal und Leben unterscheiden, weil Ja, Diana, das ist sowohl nicht was du gut. gesagt hast, na ja, und dann ruhen wir alle in uns und dann machen wir alle um. Ich meine, Scherz, ich mache nur ein bisschen Scherz, aber das ist ja ein Ideal, weil Tatsache ist, das ist vielleicht das Resultat, das ist vielleicht die Güte, ne? Das ist die Gnade, das ist das Geschenk. Aber natürlich wünschen wir uns alle, dass wir da ankommen. Aber es ist nicht immer gesagt, dass wir da, oder auch, dass es sanft ist, ist nicht gesagt. Und ich möchte Nein. hier doch sagen, dass ich glaube, es ist kein Zufall, in welcher Zivilisation wir hier reingeboren sind. Und die Naturvölker sind viel mehr in der Gemeinschaft. Und da ist das Thema der Individualität ist nicht so eins. Und wir hier im Norden, wir haben eine viel stärkere Herausforderung erfahren durch
diesen enormen Intellekt und so weiter, ja. Und das meine ich aber jetzt nicht nur negativ, sondern auch die Kultur und so weiter, ne? Also alles, was uns in Richtung Individuation, ja, und Innenleben. Wir sind viel mehr letztendlich doch auf diese auf Individualität hier im nördlichen, also einerseits im nördlichen und andererseits im westlichen, also beides. Gut, ich rede vielleicht nicht vom westlichen Konsummenschen, der ist wieder irgendwie auf dieses, wir sind alle im selben Brei, ne? Und wir sind auch auf das Außen fixiert und da wird ja oft dann die Spiritualität ist nichts anderes, Esoterik und Spiritualität ist in dem Sinne nichts anderes als etwas, was von außen eingespielt wird, was auf dieser platonischen Höhlengleichnis, was uns hier irgendwie als Karussell präsentiert wird, ne? Damit wir noch mehr nach draußen schauen, was Geschäft bringt und Kapital, kapitalistische Ausbeutung und wie auch immer, ne? Also noch mehr im Außen. Und du redest aber, Diana, letztendlich von etwas, wo wir schon gar keinen, da brauchen wir die Begriffe doch nicht, oder? Esoterik und spirituell, da bin ich einfach nur bei mir, oder? Das reicht doch schon, wenn ich mit mir verbunden bin, mit meiner Quelle, mit der Göttlichkeit, da brauche ich eigentlich diese Begriffe schon gar nicht. Spiritualität und Esoterik, also ich weiß nicht, aber das ist mir eigentlich dann ziemlich fremd, weil das ist eigentlich schon Teil dieser Vermarktung. Aber ich möchte nur darauf hinaus, dass ich wirklich glaube, dass wir, die wir hier in Europa leben, einen anderen Auftrag haben, weil wir kommen nicht dahin, indem wir wieder irgendwie auf die Bäume gehen und irgendwie in der Gemeinschaft. Damit nicht gemeint. Nein, nein, aber ich meine, ich glaube auch nicht, dass das da. Wir gehen, was wir hier und was auch die Sendung, was wir hier die ganze Zeit, das geht ja in Richtung, hoppala, du hast es ja gesagt am Anfang, Barbara, geht ja in Richtung, dass wir uns bewusst werden. Das heißt, wir haben einen Auftrag hier. Und der geht in Richtung Bewusstheit. Und ich glaube nicht, dass es bei den Naturvölkern so darum geht, dass sie ins Bewusstsein kommen, weil das ist für die vielleicht gar nicht wichtig. Für die ist wichtig, dass sie glücklich und zufrieden, und das meine ich jetzt nicht wertend, das ist nicht der Punkt, das ist einfach nur eine andere Art des Seins. Und ich glaube, das hat einfach ja, kulturelle und vielleicht auch geografische und wie auch immer einfach eine andere Kultur. Aber ich weiß definitiv, also ich kann jetzt mal nur für mich sprechen, ich weiß, dass ich, mein Auftrag ist eher im Sinne von C.G. Jung in Richtung einer Individuation. Und auch, dass ich mir es bewusst mache, dafür brauche ich auch meinen Intellekt, ne? Dafür brauche ich diese Fähigkeit hier zu entschlüsseln und zu einer Klarheit zu kommen. Etwas, was wir natürlich nicht in der Natur finden. Das ist etwas, was das ist dem Menschen vorbehalten, in das Bewusstsein zu kommen, in Bereiche zu kommen, in die eben auch kein Baum und kein Tier oder so kommt, sondern und auch nicht irgend so ein Säugetier Mensch, also Säugetierbewusstsein Mensch, der nur aufs Überleben irgendwie gedrillt ist, sondern wir machen da jetzt tatsächlich einen Schritt in eine andere, ja, in eine andere, ja, nennen wir es mal Dimension. Ich denke, das ist schon, und da sind wir extrem gefordert, das ist nicht immer lustig, das ist keine Frage. Und was ich noch sagen wollte in Bezug auf Stolperstein, weil wir hatten eins, glaube ich, noch nicht oder noch vielleicht nicht bewusst. Es gibt ja tatsächlich etwas, was ich vorher mit dieser Geschwindigkeit beschrieben habe. Wenn du ein Radfahrer bist und du bist ganz schnell unterwegs und dann tut dir jemand einen Stecken oder sowas in die Speiche hinein, ja, das könnte man als Stolperstein bezeichnen, aber das ist ja mehr als das, ne? Das ist ja wirklich, das katapultiert dich ja raus komplett. Und ich denke, das ist, was hier eigentlich passiert. Diese Gesellschaft dreht sich immer schneller, immer schneller, immer schneller, damit wir rauskatapultiert werden, weil da braucht es oft nur ganz, ganz wenig an Störenergie und wumm, du bist wirklich rauskatapultiert aus der ganzen Matrix, ne? Also da kann ein kleiner Stolperstein, ein kleines Hoppala kann eine große Auswirkung haben. So wie wenn in China ein Radl umfällt. Das hat dann doch auch eine Wirkung. Ein Radl. Ein Radl. Ein Radl. Ein Sack Reis. Ein Sack Reis. Ja, Velo. ich finde das spannend, Kat, das hast du ja schon öfters gesagt. Und mir war das vorhin auch, ist es in den Sinn gekommen. Wenn wir mal genau schauen, was heißt Natur oder natürlich, das ist selbstverständlich, das ist angeboren, dafür mussten wir nichts tun. Und es geht für mich wirklich um Bewusstsein. Also es geht, das Wichtigste, das sage ich seit 10 Jahren, das Einzige, was uns jetzt weiterbringt, ist Bewusstsein. Und deshalb, ich sehe das Ganze, was hier passiert im Außen, es ist ein Kampf um Bewusstwerdung, ganz klar, weil wir können Dinge nur ändern, über die wir bewusst sind.
Und wenn ich jetzt mal so das Säugetierbewusstsein hernehme von dir, Katja, dann heißt es ja eigentlich, ja, das passiert jetzt quasi, wir sind dem ausgeliefert und das ganze Evolutionsgedöns und so. An sich ist es so, dass wir diesen nächsten Schritt in der Entwicklung der Menschheit, da kommen wir nur hin, wenn wir eben raus aus der Gesellschaft, rein ganz klar wieder in die Gemeinschaft, sage ich, und vor allem, dass wir uns auch bewusst werden, wie wollen wir das haben. Weil das ist etwas, was ich in dieser ganzen Zeit hier, wo ja der Irrsinn getobt hat, also das hat ja angefangen, sind jetzt bald 4 Jahre, oder nein, 3 Jahre ist das her. Das hat mir total gefehlt, nämlich die Frage, ich sage es mal so, wenn es viele Leute gegeben hätte, die statt sich mit dem ganzen Sumpf, mit der Kreativität auseinandergesetzt hätten, nämlich wo wollen wir hin? Was heißt das für uns als Gemeinschaft? Ich sehe das als viel wichtiger an, dass wir eine Vorstellung davon haben, wie wollen wir hier leben? Weil wir werden nicht irgendwie, es ist nicht so, dass plötzlich die Fee kommt mit dem Zauberstab und sagt, so jetzt, zuck. Nein, jeder einzelne von uns ist jetzt gefordert, das rauszugeben, was er will, was er sich bewusst gemacht hat. Und das fängt an in Beziehungen, die wirklich überall auseinanderbrechen, das, was nicht mehr stimmt. Und in diesem Zusammenhang habe ich gestern etwas total Spannendes gehört von jemandem. Und zwar hat diese Frau gesagt, die nächste Pandemie, die stattfinden wird, ist die Pandemie der Beziehungen. Ich habe so im ersten Moment gedacht, klingt irgendwie spannend, aber ich meine, das ist das, was wir als eines von den ersten Dingen überdenken dürfen, die Beziehung zu uns selbst. Weil wenn wir in diesem Rad oder auf diesem Laufband sind und wenn wir die Beziehung zu uns selber nicht ändern, dann bleibt das Ganze so, wie es ist. Und von dem her finde ich, ist das für mich das A und O, Bewusstwerdung. Wo möchte ich hin? Was lassen wir hier zurück? Weil das ist eine Entscheidung, die fällt jeder Einzelne. Und da gibt es nicht irgendjemand, der sagt, so läuft das, sondern da habe ich die Verantwortung für mich selber. Und das ist etwas, das ist mir vor Jahrzehnten schon aufgefallen. Und das hast du, glaube ich, auch gesagt, Barbara. Hey, überleg mal, wie wir konditioniert wurden, nicht zu hinterfragen. Schön die Schnauze halten, auch in der Schule schön mitmachen. Wir wurden doch alle gedrillt zu kleinen Fabrikarbeitern, oder? Wenn du dir mal überlegst, die Schule, wie die da ist, es gibt extrem viele Parallelen zu Gefängnissen. Die Struktur in einer Schule ist das gleiche wie in einem Gefängnis. Man hat einen Zeitplan, man ist eingesperrt und so weiter. Daraus entsteht doch nichts Kreatives. Das kann doch gar nicht sein. Und ich finde, das ist die Verantwortung, die wird da uns aberzogen. Und genau das ist der schmerzhafte Prozess oder schmerzhaft oder je nachdem, wie man es sieht, da wieder hinzukommen. Aber zuerst übernehmen wir die Verantwortung für uns selbst. Und ich bin davon überzeugt, dass das für viele die absolut größte Hürde ist. Ja, da kann ich nur sagen, ja, das ist die größte Hürde. Das ist die größte Hürde, weil ja wir sozusagen konditioniert waren, uns ablenken zu lassen. Und viele wissen ja schon gar nicht mehr, haben auch Angst davor, vor einer Stille oder vor einer eigenen Präsenz, die dann eine Verbindung schafft, die sie nicht kontrollieren können. Das ist schon zu spüren. Und das, was auch Katharin gesagt hat, das finde ich auch, geht in diese Richtung. Und
Da möchte ich vielleicht noch mal ein bisschen tiefer reingehen, was du gesagt hast über die Gemeinschaft bei den Naturvölkern. Also es geht um Natürlichkeit und es geht bestimmt um eine Weiterentwicklung von Gemeinschaft, weil die Gemeinschaft der Naturvölker, da gebe ich dir vollkommen recht, sind nicht individuell ausgerichtet, also sind nicht auf die Individualität ausgerichtet von Menschen. Sie sind die Gemeinschaft zu halten. Und ich denke schon, dass unser Kulturkreis hier eine andere, weitere Stufe oder eine weitere Erweiterung erfahren darf durch die Bewusstheit oder die Bewusstwerdung, dass jeder seine Individualität, also das, was ihn ausmacht, einbringt in die Gemeinschaft. Und das ist bei den Naturvölkern in dieser Art und Weise nicht der Fall. Also das heißt, diese Individualität, die jeder Einzelne mitbringt, die ein Geschenk ist, das man auspacken kann, was ganz viel Freude macht und Spaß macht. Das, was mein Leben ausmacht, ist ja Freude und bringt die Kreativität letztendlich dann hervor und ist für mich ein Päckchen, was ich einbringen kann in eine Gemeinschaft. Das ist so. Aber um das überhaupt zu erkennen, bedarf es wieder der Bewusstwerdung und der Bewusstheit daraus, dass ich selber erstmal erkenne, was ich möchte und wer ich bin und woher ich komme letztendlich. Da sind wir wieder bei diesen Punkten. Sind auch, du hast da ein anderes Beispiel genannt. Ich weiß nicht, glaube ich, war das bei einer dieser Interviews oder nicht Interviews, aber diesen Gesprächen, die du hattest in den letzten zwei, drei Sendungen. Da ging es um die Pedalkraft und Fugalkraft. Und es ging um die Ruhe, also in der Mitte zu sein. Also sozusagen wie bei einem Zyklon. Man hat ein inneres Auge, was komplette Stille hat. Und man wird sozusagen nach außen geschleudert, wenn man diese Mitte verlässt. Und letztendlich wird man rauskatapultiert. Und das ist natürlich höchst unangenehm, weil man sich ja immer noch versucht, die Geschwindigkeit anzupassen in dieser Kraftsituation. Und vergisst dabei, nur um nicht hinzuschauen bei sich selbst und in diese Stille zu kommen oder diese Stille, in der Stille diese Präsenz wahrzunehmen, die erforderlich ist, um das auszupacken, dieses eigene Geschenk, was jeder von uns hat. Und insofern ist dieses Stolpern, Hoppala, manchmal kann es ja sehr intensiv sein, kann auch sehr dramatisch sein, manchmal ist es leichter. Das ist ganz auch wieder höchst individuell und nicht irgendwo vorgegeben, so alles en masse, ja. Das ist im Grunde genommen jetzt auch der Schritt für jeden einzelnen Menschen. Und ich finde, es kann jetzt gar nichts Wichtigeres geben, als sich diese Präsenz und diese Ressource zu geben, sich die Zeit zu nehmen, bei sich auch die Zeit zu investieren und Ressourcen zu investieren, das bei sich selbst herauszuarbeiten, also nicht auszuarbeiten, kommt mein Hoppala, zu erfahren. Lassen wir mal so den Punkt stehen. Ja, da würde ich gerne die Abfolge wieder sauber hinkriegen. Weil wenn wir da Gerne. zu sehr die Phasen vermischen, und das wäre jetzt auch, weil wir sind jetzt schon bei 1,5 Stunden, das wäre jetzt mein Schlusswort. Nein, Scherz. Sind wir noch nicht? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber bitte. Wieso? Wir haben doch um 19 Uhr begonnen. Ja, Ja, ich habe noch nicht. klar. Ihr braucht ja auch noch eure Zeit. Okay. Also, was mir auffällt, ist, dass wir können nicht den dritten Schritt vom zweiten machen, nicht den zweiten vom ersten. Ich denke, der Ganz erste klar. Schritt, also hinauskatapultiert aus der Mitte, ist kollektiv jetzt gesehen, individuell mag das gefühlt sein, aber kollektiv denke ich, ist das vor, ich keine Ahnung, nach Armin Risi vor 5000 Jahren passiert oder egal wann. Wir wurden irgendwann einmal aus dieser Mitte rauskatapultiert und wurden irgendwie, wie ich immer sage, dieser Welt in den Arsch gestellt. Also sprich, in diese externe Matrix-Welt irgendwie da hineingestellt, ja. Das ist das, was ganz außen ist, wo wir irgendwie dieses ja, immer schneller, immer schneller.
Wenn ich jetzt von rauskatapultieren gesprochen habe, dann meinte ich, dass wir aus dieser Matrix-Welt rauskatapultiert werden, indem wir da, das ist dieses Bild von diesem Fitness-Trainer, ja, wo wir, ne, wo wir raus, ja, das erlebt ja jeder, ne, aufgrund von, keine Ahnung, Verlust, Krankheit oder sonst irgendwas, ne, rauskatapultiert. Und erstmal dann kommt ja dieser Ablösungsprozess, der ja immer ein schmerzhafter ist, weil es ist ja immer erstmal ein Verlust. Du bist raus aus der Gesellschaft, auf welche Art auch immer, du bist im Ablösungsprozess und das ist ein individueller. Und das möchte ich hier nur klar haben, dass wir gehen da durch diesen individuellen Ablösungsprozess. Und erst dann kommen wir in unsere Mitte, was eine Gnade ist. Da ist dann außen ist Kampf. Du hast von Kampf gesprochen, Diana, außen ist Kampf. Na? Aber wenn wir, je näher wir der Mitte kommen, umso mehr erfahren wir den Tanz. Denn das ist ja, was du meinst, Barbara, was Walter Russell sagt, dass du die Doppelhelix, ne? Eine weibliche, eine männliche, eine von oben nach unten, eine von unten nach oben. Das ist dieser Tanz der Spins, ja? Da haben wir einen Tanz. Da gehen wir in einen Austausch mit der Umwelt. Aber aus der Mitte heraus und dann erst. Barbara, meiner Meinung nach, oder auch du, Diana, genau, weil du sagtest, ja, wir müssen jetzt wissen, wie machen wir es denn nachher oder eine Vorstellung haben oder irgend sowas. Ich meine das gar nicht. Da bin ich ganz in diesem weiblichen Weg, erster Impuls und dann erst die Tat. Weil wie wir uns, wenn wir mit unserem heutigen irgendwie Tatendrang irgendwie jetzt hinausgehen und uns hier eine neue Welt kreieren, erstens mal kannst du keinen, wie sagt man, alte Dinge in neuen Schläuchen, alte Schläuche, neuen Wein in alte Schläuche oder wie heißt das? Ja, wenn wir mit unserer Vorstellung hier versuchen, irgendwas rumzudoktern, dann entsteht dieselbe Scheiße, weil aus unserer Vorstellung kann nichts anders kommen. Also meiner Meinung nach ist dieser komplette Ablösungsprozess, dieser Individuationsprozess, dieses vollkommen in die Mitte, zurück in dieses Nichtstun, wobei, und daraus kommt ja dann erst ein Impuls für die Gestaltung, aber da sind wir noch lange nicht, schon gar nicht kollektiv, weil ich glaube, Barbara, bei uns wird die Gemeinschaft an letzter Stelle sein. Zuerst ist diese Gesellschaft, diese Matrix-Gesellschaft, dann ist der Ablösungsprozess, da sind wir im Individuellen verkapselt wie die Raupe, verstehst? Damit sie und erst wenn wir alle Schmetterlinge sind, ja, dann gibt es die Gemeinschaft der Schmetterlinge, sage ich jetzt mal. Das wird dann eine neue Gemeinschaft sein. Aber das steht für mich ganz am Ende. Und ich brauche mich das nicht fragen. Ich frage mich das in keinem Moment. Wie soll mein Leben ausschauen? Wie soll die Gesellschaft ausschauen? Will ich einen Bürgermeister oder Dinge? Das interessiert. Ich weiß, das wird in alternativen Kanälen gerne. Wie stellen wir uns das vor? Malen wir uns und auch so à la Pippi Langstrumpf, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ganz ehrlich, mich interessiert das gar nicht. Ich mache im Moment nur individuell. Ich mache nur einen Schritt vor dem anderen. Ich entscheide höchstens noch, ob ich hier in den Wald abzweige oder zum Supermarkt. Das ist, glaube ich, schon die höchste meiner Entscheidungen. Mehr ist von mir nicht zu verlangen. Weil ich nicht den dritten Schritt vom zweiten mache. Weil die Gemeinschaft, die steht am Ende. Für mich. So, war das jetzt ein gültiges qualifiziertes als Schlusswort? Ich bin sicher, dir kommt noch Ja, was in oder? den Sinn und wir warten noch ein Weilchen. Wer will jetzt das nächste? Du, Diana, komm. Also was ich ganz gut finde, Katja, das muss ich jetzt doch mal sagen, ist, dass das mit der Gemeinschaft, das kommt zum Schluss. Und zwar aus folgendem Grund. Was jetzt wichtig ist, du hast es ja auch gesagt mit dem Geschenk. Das Geschenk ist eine einzigartige Kombination an Talenten, Fähigkeiten, Begabungen und der eigenen Perspektive. Die Perspektive, die ich mir im Laufe meines Lebens angeeignet habe, gehört zu meinem Geschenk dazu. Ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch, der hier ist, mit seinem Geschenk wirken möchte. Der möchte einen Beitrag dazu leisten, dass die Welt zu dem Ort wird, zu dem wir unterwegs sind. Das heißt wirklich für mich auch diese Kraft dann zu leben. Das ist individuell, da kommt jeder selber dahin und dann ist es am Schluss einfach dann fertig und es ist ein gesamtes Kunstwerk, was sich aus diesen einzelnen Menschen, die da Teil davon sind, ergibt. Es ist wie ein Integral, was dann entsteht.
Dieses Integral ist dann größer als die Summe von jedem Einzelnen. Und da auf diesem Weg sind wir. Und da bin ich ganz sicher, kommen wir hin. Und da geht es nicht, dass man das plant oder dass man da irgendwie jetzt schon eine fixe Vorstellung hat davon, wie in welchen Schritten das abläuft. Das hat wiederum aus meiner Sicht sehr mit dem eigenen Vertrauen ins Leben zu tun. Und auch etwas, was mir jetzt heute häufiger in den Sinn gekommen ist, ist der Satz: Ich finde ihn wunderschön und du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Und das ist natürlich vor allem in Phasen, wo es dann wirklich richtig holprig wird oder wie du sagst, Katja, das Leben in den nächsten Gang schaltet. Das ist da wichtig. Und von dem her, ich bin sehr zuversichtlich. Ich brauche keine fixe Vorstellung, wie das ist. Ich weiß, dass mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe, dass die auf dem Weg sind, dass die das machen, was dazu beiträgt, dass wir in diese Gemeinschaft kommen. Von dem her, ich bin völlig entspannt. Ich bin gespannt, was da noch passiert in der nächsten Zeit. Aber ich werde weiterhin daran arbeiten dürfen, in meiner Mitte zu sein und von morgens bis abends das umzumachen, ab und zu einen Malkurs und dann, was hat das Leben nicht das Beste zu bieten für mich? Nein, ich finde, wichtig ist, dass wir eben aus dem Geschenk, dass aus diesem Geschenk unsere Kraft ziehen. Das finde ich extrem wichtig. Das ist für mich das Sinnvollste, womit man sich beschäftigen darf im Moment. Und von dem her, ich bin absolut gechillt. Das wäre mein Schlusswort. Im Ja, Moment, das kann sich ändern. wie schön gechillt. Also, das fand ich schon schön, diesen Schlusssatz, wo du sagst, man kann ja nicht tiefer fallen als in die Hand Gottes. Aber ich würde, also nicht aber, sondern ich möchte gerne an dem Punkt zurück, wo jeder selber das erkennen kann oder zumindest sich auf den Weg macht, was den meisten immer noch sehr schwer fällt. Und das ist einfach über die Stille, die Präsenz und dann die Verbindung, diese göttliche Verbindung zu schaffen. Und zwar, die ergibt sich. Man muss da nicht arbeiten. Die ergibt sich. Aber den Mut zu haben, in die Stille zu gehen und in der Präsenz zu sein, dann erst kann ich überhaupt erkennen, welche Geschenke ich habe. Sonst funktioniert das auch nicht. Ja, da spielt dann noch das Herz oder das Herz als Tor eine wichtige Rolle. Aber da kann man auch nicht stehen bleiben, weil die meisten Meister dabei behaupten, das ist ja auch schon alles. Nein, das ist es nicht. Also demzufolge ist es ganz wichtig, sich diese Zeit zu nehmen, die Ressource zu nehmen, alles zu konzentrieren für sich selbst, damit das geschehen darf, diese Stille, die Präsenz und die Verbindung. Das wäre mein Schlusssatz. Und es war wunderschön, dieses Hoppala. Du hast natürlich recht, Diana, jetzt fällt mir doch noch was ein. Ja, wir machen Weil, immer so eine Ehrenrunde, weil sodass du da nochmal ausholen ich kannst. habe es mir gedacht, weil ein Geschenk haben. Ich würde da erstmal, also ich glaube, es ist wiederum nicht den zweiten vom ersten Schritt zu machen. Ich denke, die erste Erkenntnis ist, sich rauskatapultiert werden durch das Hoppala aus diesem ganzen Matrix-Wahn, in sich selbst hineinkatapultiert werden, erstmal in diese Stille und das reine Sein. Und das reine Sein ist wie das Baby, das muss auch noch nichts tun und muss kein wertvolles Mitglied der Gesellschaft sein und muss sich auch nicht überlegen, wie kann ich für andere ein Geschenk sein, sondern oder anders, es ist einfach ein Geschenk. Das pure, die pure, dein pures Sein ist ein Geschenk. Für dich und für das Ganze und für das Universum und für alle. Das heißt also, bevor ich mir überlege, was habe ich für Potenzial, weil das überlegen ganz viele, welches Potenzial habe ich und worin liegt mein Auftrag, meine Bestimmung und so. Aber ich denke, zuerst ist mal dieses vollkommen rauskatapultiert werden, ganz bei sich landen und erstmal gar nichts, weil der einzige Auftrag von der Raupe ist, sich zu entpuppen. Das Fliegen kommt dann, als Schmetterling kommt dann erst danach. Du verpuppen. Du hast Entpuppen gesagt. Sie muss sich verpuppen, oder? Die Ja, Raupe meine ich.
Ja. Es ist der einzige Ziel ist Mhm. dieser, aus dem Verpuppung hin zur Entpuppung. Das ist das einzige Ziel für die Genau. Raupe. Und da braucht man nicht gleich überlegen, ja, was mache ich dann, wenn der Schmetterling fliegt und wohin muss er fliegen und braucht er jetzt einen neuen Plan? Die weiß es ja noch gar nicht in der Transformation, wie der Genau. Schmetterling fliegt. Genau. Also sind wir Genau. lieber ein Geschenk, als dass wir gleich Geschenke Und wir verteilen. sind wieder mal auf einer Punktlandung, oder? Mit dem Ja, Kopf. allerdings. Genau. Wer hätte das gedacht, dass die Katja am Schluss dann doch noch die Kurve kriegt? Fürchterlich. Und übrigens, Diana, wenn jemand einen Malkurs bei mir machen will, soll er sich bei dir melden, nicht wahr? Weil du organisierst jetzt in der Schweiz welche. Weiß jetzt schon, wie die Brücke geht. Hey, das nächste Mal, das sieht von hier total mickrig aus, aber ich sage euch, das nächste Bild wird riesig. Ja, also eben, ich werd das auch, oder ich habe das schon kommuniziert. Hey, das war so eine coole Erfahrung mit der Katja. Und weißt du, was sie hat, Barbara? Die Katja hat ja eine Fähigkeit und das könnten wir vielleicht mal Sag bloß aufgreifen. eine. Ich glaube, die hat Also ganz viel. eine ganz besonders, die beim Malen extrem zum Ausdruck kommt. Die Katja hat eine unglaubliche Fähigkeit, Akzente zu setzen. Wer hätte das gedacht? Ja, genau. Wer hätte das gedacht? Nicht nur die Farbtupfer, sondern noch ganz andere Akzente. Aber das ist eine andere Sendung. Also ich werde auf jeden Fall eben nochmal, ich liebe die Malkurse. Es ist viel mehr als Malen. Es ist wirklich, man kommt sich selber wieder ein paar Schritte näher. Na, dann Gell? mache ich doch Also auch mal danke, einen Katja. Malkurs bei dir. Ja, unbedingt, komm, wir machen das in der Schweiz. Also das nächste Mal bist du dabei. Ja, Gell? okay. Also in Für diesem alle, die dabei Sinne. sein wollen, meldet euch. Ehrlich. In diesem Sinne, hoppala, im Sinne von hoppla, schön war's, oder wie? Hoppala und Hoppla. Hoppla, hoppala. das ging aber schnell. Das war wirklich ein Hoppla, und Hoppala das zum Kind ist Schluss. schon da, fällt mir gerade ein. Das sagt man doch. Sagt Genau. man das nicht, wenn ein Kind geboren wird, auch hoppla, Ja, und das genau. Kind ist Hoppala, schon das da? Kind ist schon da. Genau, das Wir stimmt. haben es auf die Welt gebracht. Trotzgeburt, alles klar. Gut. Genau. Also in Super diesem Sinne. Hebammen ihr. Also, Ciao. hey. Tschüss. Tschüss, Eure tschüss. Schönheiten. Tschüss, ciao, ciao.